Sarge, warum müssen wir uns den Mist hier eigentlich dauernd anhören? Weil ich der Chef bin, deshalb. Oh Mann, du redest wieder mal nur Schwachsinn heute. Und außerdem bist du sowieso nicht mein Boss. Hey, was ist denn das? Das wird unsere neue Kühlerfigur. Voll erwischt. Hast du den Köter von so einem armen Kerl erlegt, Sarge? Das ist ein Zerglin-Lester. Eine Art kleiner Zerg. Die würden sich nie so weit raustrauen, außer... Oh, Scheiße. Ich liebe dich, Sarge. Und damit willkommen zurück hier auf kanasta.de zu Ich spiele StarCraft. Ab in die Besprechung. Empfange Übertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Magistrat. Und ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal, was Sie zum Thema Regeln und Gesetze der Konföderation zu sagen haben. Ihr verdammten Hinterwäldler, seid doch alle gleich. Ihr wisst nicht, wo eure Loyalität liegt. Also dann mal einen schönen Tag, wie man bei euch sagt. Ende der Übertragung. Der von Ihnen angeforderte Bericht ist fertig. 16 Außenstationen berichten über Sichtung der außerirdischen Invasoren. Diese wurden inzwischen als Zerg identifiziert. Die Konföderation hat alle aktiven Milizen unter Arrest gestellt und geht weiterhin jeder Konfrontation mit dem Zerg aus dem Weg. 3 Stationen sind bereits in die Hände der Zerg gefallen. Es war nicht möglich, irgendwo militärische Hilfe aufzutreiben, mit einer Ausnahme. Die Extremistenorganisation, die sich Sons of Korhal nennt. Ihr Verbindungsoffizier wartet auf der anderen Leitung. Guten Tag, Magistrat. Mein Name ist Arcturus Mensk und ich vertrete die Sons of Korhal. Sie kennen natürlich die Propaganda, die die Konföderation über meine Gruppe verbreitet. Sie stehen in dem Ruf, hinter die Kulissen sehen zu können. In der Vergangenheit haben wir niemals sehr lange an einer Stelle operiert, aber diese Zerg machen nicht den Eindruck, als ob sie lange fackeln würden. Ich habe Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, Magistrat. Wie wäre es, wenn ich Ihnen unter die Arme greifen und ein paar Transporter runterschicken würde, die bei der Evakuierung von Überlebenden helfen? Sie wissen natürlich, dass meine Organisation außerhalb der Gesetze der Konföderation operiert. Das ist auch der Grund, warum die Regierung Lügen und falsche Informationen über uns verbreitet. Wenn Sie unsere Hilfe annehmen, gelten auch Sie als Verbrecher. Aber Sie haben die Chance, diese Leute zu retten. Jetzt heißt es Farbe bekennen, Magistrat. Ende der Übertragung. Roter Alarm. Evakuierungszone wird von den Zerg-Streitkräften angegriffen. Notsignal aktiviert um 12:20. Ja, und jetzt hier noch ein zweites Hallo soweit. Ja, wir haben jetzt gerade unser Briefing durch. Wir haben natürlich das Riesenproblem, wir werden angegriffen und jetzt gerade auch das erste Mal der Arcturus Mensk, unser großer Widersacher, der uns noch lange, lange Zeit beschäftigen wird. Ja, das Video wird jetzt wahrscheinlich nicht, also die Mission wird nicht in einem kompletten Video packen. Wir müssen ja 30 Minuten lang durchhalten. Das heißt, hier wird es einen Cut geben und dann natürlich das Ganze mit dem zweiten Teil als solches beenden werden. Ja, was will ich noch lange reden? Will ich einfach mal starten. 30 Minuten sollen losgehen. Hey, das Ding da brennt! Schickt man WBF raus zur Reparatur und wenn er dann schon da ist, kann er meine Maschine auch gleich mit reparieren. Ja, bevor ich das Ganze mache, natürlich übliche, wir speichern uns Mission 4.1. Wir haben die vierte Mission dann mit Herana angefangen und werden sie dann hier auch soweit beenden. 20 Minuten überleben, 30 Minuten überleben, werden wir hinkriegen. Letztlich haben wir ja mitgekriegt, es kommt immer nur darauf an, wie schnell wir Sachen sammeln können. Also... da alles sammeln, den wollen wir mal direkt einen Hotkey zuweisen. Wie viel kann ich momentan? 36, die brauchen 1. Ja, dann sammelt erstmal. So, hier ein Teil. Mal eben hier oben mit drauf, dann haben sie nämlich bessere Aussichten.
habe da welche. Den ist natürlich sinnvoll, die in die Panzer. Ist nichts, aber den ist natürlich ganz sinnvoll, die sofort in den Bunker zu packen. Du kannst reparieren. So, da kamen gerade die ersten an, aber nein, die haben wir natürlich sofort zurückschlagen können. Jetzt hier ist das Ganze soweit fertig. Dich müssen wir gleich setzen. Alle ab in die Panzer rein. So, wir haben den hier. Wir müssen hier einen Sammelpunkt neu festlegen, denn... Ach, gar nicht so einfach. Wir müssen ganz am Anfang eine Menge bauen können. So, zuerst was hier natürlich wäre, ist Bienengasfabrik. 28 Minuten durchhalten, 4... So, dahin. Einmal draufsetzen. Dann gehen jetzt erstmal wieder ein bisschen Kohle drauf für die nächsten Einheiten, die wir brauchen werden. Hier wollen wir mal ein bisschen so und so verteilen. Funktürme haben wir noch soweit. Ah, können wir alles momentan noch nicht machen. So, hier können wir direkt wieder neu setzen. Einen Sammelpunkt mal einlegen. Ja. Natürlich werden wir erst einmal die ersten 10 Minuten relativ viel Ruhe haben. Wenn alles gut klappt, habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, mir so viele Marines und etc. zusammenzustellen, dass ich hier das Ganze natürlich entsprechend auch sofort ein bisschen erweitern kann und sogar vielleicht sogar in die Offensive gehe und die Zergs angreife. Das kann ich natürlich jetzt hier an dieser Stelle natürlich noch nicht besprechen. Ich würde es natürlich gerne machen, aber das Ganze geht natürlich so noch nicht. So, 30... Wie viel habe ich da oben am Arbeiten? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist einfach noch zu wenig. So. Da müssen wir Minimum nochmal 3 von ran. Denn natürlich ist das A und O eine schnelle Rohstofflieferung, um natürlich den Rest entsprechend machen zu können. So. Hier werden wir langsam angegriffen. Langsam und peu à peu. Deswegen hier ganz wichtig, um viel mit hinstellen. Dann haben die gar keine Angriffsmöglichkeiten, hier vorne überhaupt durchzukommen. So, wie sieht's aus? Der könnte auch nochmal repariert werden. Da kommt, ich schicke mal zur Reparatur hin. Hier habe ich die Möglichkeit, zwei neue zu bauen. Also ist es natürlich jetzt ohne das nichts für mich so einfach, alles mal eben so zu machen. Ich muss natürlich gucken, dass ich jetzt anfange, alles passend zu haben. Nein, wo wollt ihr denn hin? Hier hoch. So, WBF-Abflug bereit. Ich kriege Probleme mit meinen Versorgungsdepots. Ich brauche neue Versorgungsdepots, also hin damit. So. Da, sammeln. Eins bauen. Nichts ist nachher wichtiger als eine funktionierende Kette von allem, was man braucht. 75. Große Fabrik bauen. Was war das andere nochmal? Das war die Kaserne, stimmt ja. So. 1, 2, 3. Eine Einheit brauche ich noch. Dann sollte es allerdings mit den Rohstoffen auch einigermaßen funzen, dass da kontinuierlich was reinkommt. Dann sollte es auch gleich klappen, dass wir entsprechend Upgrades laufen lassen und wir uns unsere Jungs hier massenhaft hinsetzen können. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein Versorgungsdepot, das kommt schon mal hier rein. So. Und ab geht's. So, jetzt habe ich, hoffe ich, 6 Stück daran. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 oder 6. 2, 4, 6 auf jeden Fall, ja. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Los, los, los! Kommander! So.
kannst den mal eben reparieren. Wie sieht's bei euch aus? So. Befehle, Captain. Kannst den reparieren. So, der hat gebaut. Hier müssen wir jetzt kurz gucken. Da können wir natürlich auch eine große Maschinenfabrik bauen. Die wollen wir natürlich direkt erstmal platzieren. Denn in der großen Maschinenfabrik werden dann hier unsere Adler gebaut. So, in der Zwischenzeit sammeln wir natürlich weiter und weiter fleißig unsere Adler. Und hoffen, dass in den nächsten paar Minuten noch gar nicht so viel passiert. Ihr könnt mal euch dahin platzieren. Melde mich zum Dienst. So, und hier weitere Gebäude. Was könnten wir noch gebrauchen? Habe ich. Kommt noch ein paar Mineralien rein. Da gibt es erstmal noch eine zweite Kaserne. Denn in dieser Kaserne wollen wir dann mit den beiden Kasernen zusammen relativ schnell relativ viel hinkriegen. So. Hier wäre natürlich wichtig, dass wir schnell noch an weitere Rohstoffe kommen. Dass wir auf jeden Fall das Upgrade im Waffenbereich haben, damit wir auf jeden Fall eine stärkere Schusskraft ausliefern können. So, haben wir, weiter geht's. Und wie wir jetzt merken, ist es natürlich wichtig, dass die hier oben stehen. Und zweiten mit da hoch. So, und ab jetzt gar kein Problem. Diesen hier werden wir festlegen, der sammelt sich dort. Du baust uns Space Marines. Zwei gleich zwei Stück. Er ist fertig, sehr schön, der baut noch. Wir fangen jetzt an, nämlich hier oben auch weitere Gebäudeeinheiten aufzubauen und zwei gleich Geschütztürme. Ich hab den. Du kannst erstmal sammeln, der andere kann hier. Und 50-50, so. Diese zweimal eben mit dran. So, für uns jetzt hier oben ganz, ganz wichtig. Wir müssen unser ersten Abwehrtürm hier oben welche hinsetzen. Nein. Psst. Platzieren wir mal da welche hin. So, den dahin. Da drauf. Du legst deine Einheiten da fest und ich kann schon mal zwei bauen. Zusatz fertig. Spinnminen. Ja. Zwei für 75. So, da zwei hin. Alles klar, her damit. So. Jetzt wird es nämlich für uns einfach ganz, ganz wichtig, auf einmal einen perfekten Rückhalt zu haben. Zack. Um dafür zu sorgen, dass genug Schütztürme bereitstehen. Ist was? Nö, ist nichts. Deswegen fährst du mal nach da oben. Und wir letztendlich nicht überrannt werden. Deswegen sind Upgrades hier ganz, ganz wichtig. Dass unsere Jungs nämlich bessere Waffen haben. Und mit allem anderen auch weiter klarkommen. So. Nicht genügend Mineralien. So, hier sammeln wir langsam mal das Ganze. Hier haben wir da eine Einheit stehen. So, wir müssen nun langsam anfangen,
Ja, ich glaube, dann sammle ich eben für das zweite Upgrade noch. So. Ich schicke nun dieses Upgrade ins Rennen. Mache an dieser Stelle einen kleinen Break. Geht es mit dem nächsten Video weiter und dann wollen wir diese Mission dann, denke ich, doch einmal noch soweit erfolgreich beenden. Also sage ich erst einmal ciao. Ich hoffe, ich sehe euch dann auch im nächsten Video wieder, wie wir dann diese Mission fertig kriegen.